Ja, wir sind eigentlich mitten im Finale, wo man so sagen kann. Derzeit arbeiten ungefähr bei der Firma Nüssle, die das gesamte Stadion aufbaut, an die 30 Personen. Wir haben 570 Sportmitarbeiter, die für die Pisten zuständig sind. Zudem kriegen wir auch noch an die 100 Bundesheerleute. Wir haben jetzt allein heute 9 Sattelschlepper für die Sicherheit nach Schladming gebracht. Es sind an die 60 LKWs gewesen für das Zielstadion. Für ungefähr 30.000 Leute gibt es einen fixen Stehplatz im Zielstadion. Also da gerade werden jetzt diese sogenannten Airfans aufgebaut. Das ist für die Sicherheit der Rennläufer, sollte hier im Zielauslauf einer stürzen. Ja, das ist alles mit Luft gefüllt und es ist auch getestet, schon sogar bei der Formel 1. Mein Wunsch für die WM ist so, ich möchte ja mal in erster Linie unfallfreie Skirennen haben. Faire Bedingungen, ich möchte, dass alle Zuschauer gut nach Hause fahren, dass auch hier keine Verletzten sind und ja, halbwegs gutes Wetter und dann sind wir mehr oder weniger, glaube ich, alle zufrieden und dass auch alle Mitarbeiter faktisch nach Hause fahren und sagen, das war eigentlich meine WM.